So, meine Lieben, Passion Terroristik, heute spontan. Bin ich aufgewacht am Morgen. Die Frau war am Arbeiten und dachte, ja, komm, was machen wir? Gehen wir doch den Vater ein bisschen stressen. Nein, sag ich. Es geht darum, wir haben ja schon lange geplant, Skorpionen zu mir zu nehmen. Und ich finde, heute ist ein guter Tag. Ich weiss nicht, wie er das sieht, aber wir gehen jetzt mal schauen, ob er schon auf und wach ist und crashen dann mal und überfallen dann mit dieser Passion Terroristik-Folge. Also mal schauen. So, Sonntagmorgen. Ah. Ja, heute gebe ich mir ein Buch. Machen wir mal nichts mit Terraria. Gemütliches Sonntagswetter, sieht auch nicht so gut aus. Oh. So war das Kapitel schon wieder. Da. So, so wären wir am offen ist schon mal, das ist super. So. Das Warm ist langsam kalt geworden, das können wir glauben. Herrlich, wieder in der Zentrale, respektive noch nicht. So, jetzt mal schauen, ob er schon wach ist, was er macht. Vater? Alles klar? Ja, machst du da? Hallo, ich habe gedacht, übrigens, du bist live auf Sendung. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gedacht, heute wäre ein guter Tag, um die Skorpionen zu zünden. Nein. Ich finde schon, Sonntag, läuft nicht viel. Du hast nichts vor, wie ich gesehen habe. Ich bin an einem gemütlichen Sonntag machen. Ja, ich habe gedacht, weil Janina ist eh noch am Arbeiten. Und wir haben ja sowieso schon geplant, Skorpioner zu mir zu nehmen. Ich habe sie jetzt den Zuschauern schon angekündigt. Kannst sie also nicht enttäuschen. Wieso weiss ich so Zeug vorher nicht? Ist jetzt eine kleine Spontanfolge, habe ich gedacht. Ich habe immer gemeint, wir sind 50-50 beteiligt an Passion Terroristik. Das sind wir auch. Also ich gebe dir nachher mein Nachteil und du kannst filmen. Okay. Wenn ich den Skorpion rausnehme, ich nehme ihn natürlich selber raus. Du musst wirklich nichts machen, du musst nur rasch ein bisschen filmen. Was meinst du, machen wir? Ja gut, nach dieser Faktenlage, die du da aufgezählt hast. Kannst du nicht sagen, oder? Mir ruhig anders übrig. Also komm. Los. Noch kurz rasch reinhückeln, so. Machen wir kurz das offizielle Intro. Ah ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zu Passion Terroristik. Eine absolute Spontanfolge wieder. Eine Spontanfolge, effektiv. Ihr wisst schon, um was es geht. Ich denke, wir wollen nicht lange Zeit verlieren. Wir haben gedacht, wir hauen jetzt mal noch eine Folge raushauen, bevor wir dann das andere Terrarium einrichten. Ja. Das Show-Terry. Zum ja, ein bisschen Zeit schinden. Ja, ein paar Stimmen dann. Ja. Genau. Darum würde ich sagen, wir verlieren doch nicht lange Zeit, gehen gerade in unsere Zentrale und dann sehen wir, wie es weitergeht. Okay. Machen wir. Gut. Nice. So, es ist Sonntagmorgen und eine spontane Aktion. Wir rupfen da schnell einen Skorpion raus, einen Parabutus. Wie ihr ja wisst, wie wir schon ein paar Mal angekündigt haben, haben wir unsere Tiere ein bisschen aufgeteilt. Also die Skorpionen werden von hier weggehen, von der Zentrale, und gehen zum Luca heim. Und ja, da tun wir jetzt mal einen rausropfen. Genau. Eben.
Sonntagmorgen, es ist jetzt recht spontan entstanden. Wahrscheinlich wird das Video auch ein bisschen ein anderes Format haben. Das ist jetzt mit meinem Handy aufgenommen, weil wir haben nicht gedacht, dass wir das jetzt noch rasch machen. ich bin auch ein bisschen krank. Aber nichtsdestotrotz ist heute der richtige Moment, um den Scorpion zu mir zu nehmen. Da kommt dann auch gerade ein neues Terry. Ja, ich freue mich sehr. Es ist einer meiner absoluten Lieblings-Skorpionen. Parabuttus allgemein, plus dann noch der Typical Morph, ist genial. Es gibt ja drei Färbungen von dem Skorpion. Ein Oranje und ein Black Morph, wenn es mir recht ist, ganz ein schwarzer. Und eben, also ich finde den Typical Morph finde ich am schönsten von allen. Gell, ich täusche mich nicht, das Terry haben wir dann mal in der Scorpion-Folge eingerichtet gehabt, die so viele Klicks hat. Ja, genau. Wir hoffen natürlich auch hier wieder auf viele Klicks. So, jetzt mal schauen, jetzt kommt er dann da. Das ist sicher für Tschüss, kommt. Er sollte ja, wenn möglich, wirklich nicht mit bloßen Händen mit einem Scorpion-Terry hantieren und sicher nicht bei so einem Exemplar, ja, bei allgemeinen Butiden. Bei einer ist jetzt nicht relativ potent, was das Gift angeht. Aber ich sehe ihn hier schön, darum sollte es eigentlich gehen. So. Ja, das Terry hat uns jetzt lange Dienst erwiesen. Ich glaube, das haben wir seit dort nie. Jawohl, nein. Und der hat auch super funktioniert. Ich denke, der hat sich wohl gefühlt da drinnen. Schaust du, dass dir die nicht runtergeht? Die ist schwer. Jetzt kommt er dafür. Ich würde die mal drin lassen. Ich würde den Käfer führen. Zeugeln. Was man da auch immer ein bisschen schauen muss. Der kann ja sein Gift versprühen. Hat er bis jetzt zwar noch nie gemacht. Nein, aber wir würden es ja nicht. Genau. Wobei übrigens der Mythos, dass Skorpion oder respektive die Art wirklich genau auf die Augen kann zielen kann. Nein, das stimmt natürlich nicht. Sei schwer angezweifelt, da die wirklich nicht gut sind. Wie will er Augen orten? Also, ja. Genau. Aber nichtsdestotrotz muss man ein bisschen aufpassen. Also zum Beispiel Erdmännchen, die sich sehr gerne ein Skorpionsnägel einverleiben, machen anscheinend in der Natur einen Bogen um die, weil die das inzwischen geschnallt haben, dass die das Gift können versprühen können. Und ja. Das ist dann natürlich wieder so angenehm. Bist du gerade hier echt? Was da nicht wäre, ein Büchschen? Nein, eben gerade nicht. Mal wenn sie tust. Ah, nein, ich muss es wieder rausnehmen. Aber was wollen wir jetzt machen? So. Jetzt tun wir den dafür lotsen. Und dann. So, ich hoffe, man sieht es. Ich sehe es gut, trotz dem Licht, das gerade ein bisschen misslich ist. Ah ja, man sieht es gerade gut. Ja, ist Hammer. Ich sehe jetzt gerade ein Beinchen fehlt. Ah ja. Das ist noch interessant, ist uns nie aufgefallen, dass das da vor ist. Aber wird das wieder einwandfrei sein, aber ihr seht, dass also das Skorpion macht einen fitten Eindruck, so schlecht genährt ist er eigentlich auch nicht. Ja, absolut. Das ist ein Hammerding, hat auch stolze Grösse. Die Vilosus sind innerhalb von der Botide sogar, ist da der grösste Vertreter. Jawohl. Also man liest zum Teil bis zu 18 cm, wobei in der Regel so 14, 16. Da ist es auch so, die Männchen werden in der Regel nicht ganz so gross wie die Weibchen. Haben dafür vor, an den, bei den Palpen so eine Verdickung, so ein bisschen wie ein Boxhändchen. Ob das Männchen oder Weibchen ist, keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal so spontan auf ein Weibli tendieren. Rein von, ich weiß nicht, wie alt ist jetzt der, weißt du das? Für nein. Ja, auf jeden Fall, den haben wir doch schon ein Moment. Etwa, haben wir den davon? 2014, 2015. Ja, ich müsste sagen, 2015 haben wir den gekauft. Der hat auch schon relativ eine gute Größe gehabt. Also ich sage mal, der hat sicher schon 6 bis 8 Jahre auf dem Buckel. Das sicher, ja. Könnte aber wirklich auch bei guter Haltung über 10 werden anscheinend. Ich habe mich da gerade gestern belehren lassen. Ich habe gemeint, weil zum Beispiel die Australis werden nicht so alt. Ich glaube 4-5 Jahre gibt man dort so an. Und ich habe gedacht, dass allgemein Butiden nicht so alt werden. Aber
Es gibt wohl auch Unterschiede. So, das ist einfach ein geiles Korken, ja, mit wirklich dem Kontrast mit den gelben Beinen und wirklich einem dunklen Carapax. Der brünliche Schere. Hammer, Hammer. Ja. Und sehr aktiv, also gilt wirklich auch. Ist ja eigentlich schon in der Dämmerungsnacht aktiv, aber man liest immer wieder, dass auch am Tag die sehr viel davor sind, auch aktiv auf Beute fangen. Darum absolut das Favoritentier. Da hinten ist das leere Terrarium, da war vorher unser Heterometrus Cyaneus drin. Jetzt kommt der Paragutus hier rein. Links ist das andere, kommt mein, wie jetzt latinisch Name, Rom, irgendetwas, Junceus. Die, die sich das Korpion auskennen, kennen den vielleicht schon. Ich zeige euch den sicher noch mal daheim. Ja, ich dachte, heute gibt es einen lockeren Sonntag, aber jetzt wird gleich ein bisschen schade. Ja, wir haben eigentlich Velo 3, ich wollte hier weitermachen, weil ihr seht, die Unterreihen ist leer, wo genau. Die 45 Exoterra sind. Da stehen bereits neue Sachen. Das neue Pflanzenbecken rasch zeigen. Ja. Ist noch nicht ganz fertig, kommt dann noch so ein zweites Gitter rüber, wie vorher in der Stube im Pflanzenschrank hin war. Da ist etwas vorbereitet, sagen wir aber noch nicht mehr. Natürlich nicht. Ja, aber es kommt langsam. Weiß nicht, kannst du noch etwas zeigen oder haben wir auch schon eine Poststelle zeigen? Nein, lassen wir sie. Also, okay. Und da kennen wir ja, Ateri. Ja, da wird dann eben wie gehabt die Vogelspinne reinkommen. Ich weiß jetzt halt nicht, wann das Video rausgeht, da wo wir jetzt drehen. Ich würde sagen, Standpunkt heute, das klopfen wir raus, bevor das andere rauskommt. Okay. Darum machen wir dann von jetzt bitte gerade nochmal einen Aufruf. Schaut nochmal Folge 30 an und stimmt doch ab, welche Spinne das es sein soll. Weil sobald wir gewisse... Ja, ich sage mal 10 bis 12. Wenn die erst 10 bis 12 Likes hat, dann machen wir es. Ich wäre jetzt auf mehr gegangen. Ja, ich möchte einfach nicht zu lange warten, weil ich also möchte vorwärts machen. Kommentiert bitte einfach, welche Spinne das soll sein. Ich sage es gerne nochmal, entweder ist es Xinesti Simonis. Lasiadora Parahibana, genau, oder ein Acanthoscuria geniculata. Genau. Stimmt ab, so schnell wie möglich, weil dann machen wir hier ein wunderschönes Terrarium daraus, das kann ich euch versprechen. Ihr werdet es nicht bereuen, wirklich ein Show-Terrarium, das der Name verdient. Und ja, wäre schade, wenn wir da noch zu lange warten, weil wir sind voller Daten dran. Darum unterstützt uns doch dabei. Es wäre genial. Also komm, gehen wir gleich noch schnell in die Stube führen. Hast du gedacht. Also. Aber eben, es ist absolut spontan. Es ist ein Puff. Und aber ist sie bei uns immer. Ja, ja. Da können wir jetzt vielleicht die beiden Hauptlauftanks zeigen. Ah ja, genau. Die haben wir jetzt gerade vorhin noch gezirkelt. Also der bekommt natürlich auch noch ein Licht. Wir haben den von Lanteronik mitgenommen. Einer ist mit Haplopelma Lividium. Der blaue Teilvogelspinne. Und hier haben wir die Chilobrachis Spez Blue Vietnam, genau. Die wir letztes Mal gezogen haben, auch in den 30. Hat sich bewährt bis jetzt, oder? Die Haplotank? Ja, die finde ich super. Ist jetzt wirklich gerade vorhin hergestellt worden, also sind noch nicht geputzt und nichts. Genau, da haben wir zwei wunderschöne Haut von diesen Heterotyrix Dilatata. Also man sieht, es sind rechte Brummer geworden inzwischen. So. Dann da ist Terry von der Poecilotheria Metallica, wo wir dann auch neu machen und nebendran kommt dann die Regalis her. Und da haben wir jetzt mal die Wand vorbereitet. Oben sind alles 30er und 145er, die da hingestanden sind. Da sind jetzt eben die, da hätten wir die Lassiadora Parahibana. Da hätten wir die Acanthoscuria geniculata, ist übrigens gerade schön da davor. Und Xinestis imanis ist auch davor, um die Zeit, da müssen wir vielleicht gerade rasch drauf schwenken. Ist da ganz links im Terrarium, ist sie noch so halb am Lauren oder was weiß ich. Ja, eben ein bisschen schade bei denen, dass die mit der Zeit wirklich ein bisschen von der Färbung einbüssen. Aber es ist immer noch sehr eine schöne Spinne. Und eben die Terri werden alle neu gemacht, nicht nur die, die wir dann rausnehmen und die Show-Terri tun. Also.
Aber eine von denen wird die glücklich sein. Haben sie jetzt einmal dahingestellt, dass sie dahin weitermachen kann. Genau. Auch das Pflanzenbecken wird wieder reaktiviert. Ja, geht einiges da rein. Ja, so ist es, meine Liebe. Da haben wir den alten Pflanzenschrank. Den tue ich mal weg. Irgendwann brauchen wir den dann wieder. Das sind Insektarien. Wieder neue Brombeere brauchen. Nur das von daher, schau. Hier haben wir gerade mal ein sehr schönes Männchen, das sich präsentiert. Das Exemplar, das sind jetzt eben die Dilatatas. Die sind jetzt doch auch schon relativ gross. Macht schon Eindruck. Vor allem die Weibchen. Ja, schon nur mit dem satten Grün, also das ist natürlich... Abonneur. Wunderschön. Ja, ihr seht, falls wir immer noch laufen, da haben wir einen sich voll kleinen Amann-Stabschreck drin. Ja, das ist das Adultstier. Ah ja, da ist das Grosse gar nicht gesehen. Ja, geht einiges. Aber eben, es ist halt im Moment auch Baustelle. Ihr seht, Terrarien haben wir immer noch genug. An dem setzt es in die Schitter in nächster Zeit. Ja. Mh. Vielleicht auch die paar schönen Pflanzen da, haben wir auch noch rasch. Ich finde die wunderschön. Die hängen dürfen. Da natürlich die Mamakoka. Das, was wir kennen. Das ist ein Sechsmer. Grünlilie. Grünlilie. Unser Klassiker, wo wir in so vielen Terrarien inzwischen drin haben, mit dem violetten Schimmer. Ja, die sieht wirklich wunderschön aus. Ja, und die kommen halt herrlich, die Pflanzen da. Ja, also die... Ja, also ich freue mich, wenn die Stube fertig ist und man das wieder geniessen kann. Genau, aber da werden wir dann natürlich zu gegebenem Anlass auch ein Folge drüber machen, so sind wir nicht. Und da die beiden Gecko-Terry, die jetzt nicht wieder einen Service brauchen, aber auch die bewähren sich wunderbar. Ja, denke, da wäre es wieder etwas gewesen. Ja, ich würde sagen, wir belassen es bei dem. Ich werde dann nachher daheim sicher noch filmen, wie die Skorpione ins neue Zuhause kommen. Vielleicht noch bei mir daheim ein Update machen. Gibt immer noch etwas. Und daheim dann natürlich auch wieder mit der richtigen Filmkamera. Ihr wisst es, Passion Terroristik. Auf uns ist verlassen, möchte ich sagen. Okay. Beenden wir die spontane Aktion. So, jetzt wäre ich hier in meiner Zentrale, wenn man so möchte. Ja, jetzt werde ich die Skorpion-Terrarien sicher machen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen reingefallen. Ich habe gemeint, das, wo der Junceus drin ist, ist es 30 auf 30. Dabei ist es 30 auf 40, also respektive 40 auf 30, 40 lang. Weil ich eigentlich wollte die Rückwand in das Terrarium da wieder tun. Geht jetzt leider nicht. Ich hatte wohl eigentlich zum Glück noch einen Exoterra-Rückhand dabei gehabt, aber trotzdem, ich hätte eigentlich gerne die drin gehabt, weil gerade die Vilosus klettern die wirklich sehr gern. Und darum, ja, schade, geht das jetzt nicht. Jetzt gerade mal rasch schauen. Ja, ich lasse mir da aber sicher etwas einfallen. Oh. Das ist ein Babykornatter. Also Baby sind sie ja nicht mehr. Aber auch schon davor schön am Güchsel, was hier läuft. Da sind meine Orchideenmontide drin. Irgendwo ist dort ist mal das eine Weibli. Und das andere ist irgendwo. So. Da natürlich Kronengeckos. Die haben sich prächtig entwickelt. Da sieht man gerade einen. Also. Sind extrem verfressen und extrem aktiv und einfach wunderschön von der Färbung natürlich, ganz klar. Jo, Futtertiere etc. Ich mache nachher vielleicht noch so eine grobe Führung. Da habe ich extrem viel Outback-Erde, die ich hier rausgenommen habe und eigentlich hier einen Platz gemacht habe mit mehr so ein bisschen Erde, Kokoshumus, wo sie graben können, also das Weibli vor allem. Sie hat aber immer hier graben. Seht ihr, überall liegt jetzt so eine Sage gesungen. Es läuft halt nicht immer so, wie man möchte. Dort oben ist sie übrigens am Sünneln. Jo,
Und ich sehe gerade, die dürfte auch ein bisschen Wasser haben. Ja, die Wassertour machen wir nachher auch noch drauf. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich tue jetzt rasch das Terrarium positionieren, respektive hier ein bisschen umstellen. Platziere die Kamera schön, dass ihr mir zuschauen könnt. Und dann erzähle ich doch noch etwas. So machen wir es. So. Es ist jetzt halt nicht so eine angenehme Kameraeinstellung. Aber ich hoffe, ihr schaut jetzt gleich und sonst müsst ihr halt ein bisschen spulen. Ich hole jetzt hier mal den alten, den anderen Scorpion raus. Ich vergesse immer den Namen, wir müssen entschuldigen. Ich schaue nachher mal noch, wie der genau heisst. Irgendetwas Junceus habe ich gemeint. Junceus Rompalus, Rompalurus, irgend so etwas. Ja, ich hole jetzt den zuerst raus. Weil hier drauf kommen nachher dann die neuen Scorpion Terrarien. Wir kennen es. Hier ein bisschen. Ist doch nicht schlecht. Ein bisschen Deck rausnehmen und nachher mal anfangen. In der Regel ist er immer, ich weiß nicht, was man sieht, hier hinten. Unter dem Vorsprung habe ich eben Kohl gelassen, wo die Pflanze drin ist. Und meistens ist er auch dort innen. Schauen wir jetzt mal. Also, müsste man schwer täuschen, wenn er irgendwo anders ist. Aber zur Sicherheit gut schauen. Und gerade bei dem bin ich auch relativ vorsichtig. Auch der Skorpion gehört zu den Butiden. Dadurch sicher in ein etwas potenteres Gift. Und ich kenne ihn ehrlich gesagt auch noch nicht so gut. Respektive ich weiß nicht so genau, wie er reagiert, weil er sehr viel versteckt ist. Ich sehe ihn relativ selten. Darum da ist sicher ein bisschen Vorsicht geboten. Aber eben, wie gesagt, wenn man da nicht einfach unbedacht einlangt, passiert in der Regel nichts. Ich werde euch sonst sicher einblenden, wie der Skorpion genau heisst, nachher im Video. Was auf jeden Fall interessant ist, die Art ist endemisch. Und zwar kommt die vor der Küste Kubas vor. Ausschließlich dort. Das heisst, sie braucht relativ feucht. Im Vergleich zu anderen Arten, also es ist kein reiner Regenwaldbewohner oder irgendwie wie ein Imperator oder so, aber sie haben doch eher gerne ein bisschen feucht, darum ich habe seinerzeit das auch nicht so bedacht. Ich habe zwar schon einen Erdenanteil gemacht, der Rest ist aber Sand. Im Nachhinein muss ich sagen, man kann den Skorpionen wirklich rein Sand Erde geben. Oder respektive so, wie es nachher in dem innen ist, das zeige ich euch. Ich finde, das ist eine optimale Mischung für diese Art. So, jetzt müsste ich vielleicht ein bisschen Licht haben. Ich bin gerade nicht so gut vorbereitet, sehe ich. Ist halt immer ein bisschen seicht, das alleine zu machen, also wenn man niemanden hat, der einem gezielt kann leuchten. Aber ich denke, auch das wird... im Bereich des Möglichen sein. Ja, es ist wie erwartet, der Sieg ist effektiv da unten dran. Ja, ja, dort ist Scherli. Also, wir irgendwie dort rausbringen. Hä? Könnte noch schwierig werden. Das Töpfchen da rausnehmen, aber das ist natürlich auf Mass die Idee gemacht worden von mir. Das hat relativ gut. Ja. Das ist fast unmöglich. Aber wir probieren jetzt etwas. So. Genau, aufpassen. Bei so Tieren ist es eigentlich immer praktisch, wenn man mit Wasser schafft. Hier zum Beispiel haben wir die Möglichkeit, das war jetzt gerade die Katze, die hier aufs Sofa gesprungen ist. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn die hier oben rauskommen. Ja. Gehen wir wieder hinführen. So. Ich
probiere jetzt, den sich ein bisschen führen zu schäuchen, indem ich Wasser oben reinlasse. In der Hoffnung, er kommt dann unten raus. Müsste er theoretisch machen. So wie ich ihn einschätze, weil eben Wasser haben die wenigsten Skorpione direkt gern. Respektive, wenn man sie ansprüht. Und ja, blasen oder mit Luft in dem Sinne ist die andere Möglichkeit, wird aber ein bisschen schwierig. Darum, ich schaue jetzt mal, was passiert. Wenn ich da genug Wasser reinlasse. Ja, et voilà. Da kommt er doch schon vor. Genau so haben wir es will. Ich kann euch jetzt leider nicht zeigen, aber er ist jetzt vorgekommen. Er ist relativ schreckhaft. Und auch relativ flink, aber gewusst wie. So, es hat geklappt. Deckel zur Sicherheit. So, ja, das ist extrem schnell. Aber auch gut genährt. Also, ich denke, da habe ich nichts falsch gemacht. So, ich zeige euch den jetzt doch mal rasch, weil es ist eigentlich auch sehr, sehr ein schönes Skorpion. Hat eine interessante Färbung auch. Machen wir das am besten rasch hier drauf. So, und Achtung. Da ist er. Man sieht es jetzt natürlich nicht. Er ist, die Erde hat fast die gleiche Färbung wie er. Aber Moment mal. So. Also sehr, sehr schön. Der obere Teil des Carapax ist wirklich extrem orange gehalten. Der Schwanz dann mehr schwarz-brünlich, Beine eigentlich auch, vorne. Die Schere, die Pedipalpen sind auch wieder in so einem Orange. Sehr, sehr ein schönes Skorpion. Ja, man sieht, er ist parat, er ist wahrscheinlich ein bisschen in Angriffsstellung, müsste ich mal jetzt sagen. Ich werde den nicht weiter stressen. Der wächst auf jeden Fall noch einiges, also der ist sicher noch nicht ausgewachsen. Wird jetzt aber auch nicht so ein Monster wie irgendwie eben ein Skorpion aus der von den Heterometern oder so, aber ja. So, also, der nächste Schritt wird ganz einfach sein, dass das Terrarium jetzt wegkommt. Irgendwo hin, wir haben ja genug. Dann hier unten, wo meine beiden Swammerdamis drin sind, ich glaube, die haben wir euch auch schon gezeigt, sonst mache ich es nachher nochmal. Kommen hier rauf, plus dann sein neues Terrarium kommt hier rauf. Der Parabutus, der in das Terrarium kommt, kommt auch da rauf. Da habe ich da oben die schönen drei Skorpionen. Und da unten ist dann der Schmuckhornfrosch plus die beiden Montiden. Die Coronatus, Hymenopus Coronatus, genau. Ja, ich weiß nicht, ich denke, das muss ich euch nicht zeigen, oder? Nein, da wisst ihr, wie es aussieht. Vielleicht mal schauen, ob ich die Kamera gleich aufstellen, machen wir einen schönen Timelapse mit ein bisschen Melodie darunter. We will see, we will see. Also, auf jeden Fall melde ich mich ab und bis nachher. So, ich habe jetzt gleich nicht gefilmt, wie wir das Ganze gemacht haben. Weil ich bin langsam wirklich nicht mehr fit. Aber jetzt ist er wieder mal ein bisschen aufgeräumt. Ja, auf jeden Fall, da wären die beiden Terrarien. Jetzt wollte ich noch nachschauen, ob das Skorpion korrekt heisst, aber ich habe es inzwischen nicht schon eingeblendet, darum egal. Ja, hier ein bisschen Akzent gesetzt mit dem Schwarz für Kontrast. Das Skorpion selber ist egal, hinten ist die typische Outback-Erde. Ja, ist 30 auf 40. Das hier ist 20 auf 30. Und da ist jetzt eben das Substrat mit Erde, Sand, Kies. Und die Luftfeuchtigkeit auch ein bisschen besser hat für das Skorpion, der das braucht. Hinzeus. Ja, da sind die beiden immer noch in ihren Büchschen. Fängt gerade mal mit dem Kleinen an. So, also. Uiuiui, der ist ganz verängstigt. So. Ich tue es jetzt extra nicht mehr gross stressen. Man sieht, der ist also mehr als gut genährt. Darum der wird jetzt sicher ein paar Wochen nicht bekommen, denke ich. Temperatur habe ich gar nicht geschaut, wie warm haben wir da drin.
Wir haben jetzt natürlich noch relativ frisch. Also am Boden haben wir so 22 Grad. Gegenüber wird es schon wärmer auf 27. Ich denke, die durchschnittliche Temperatur wird dann etwa schlussendlich so 27 Grad sein. Und das ist eigentlich okay. Also man dürfte ihm da im Vilosus sicher noch etwas wärmer geben. Ich muss mal schauen, vielleicht mache ich noch eine andere Lampe rein. Wobei jetzt für den Moment tut es das sicher. Ja, also. Wie gehabt, wir probieren auch den hier wieder am Schwanzansatz zu nehmen. Bitte nehmt den hier oben oder an den Giftblase oder irgendwie das obere Segment, liest man immer. Das ist wirklich etwas Gefährliches, weil man das Tier einfach wirklich kann verletzen kann. Darum, ja, macht es nicht. Ich sehe jetzt gerade viel Licht. Da wäre doch gelacht, wenn ich das hier nicht verwitsche am Schwanz. So. So, mein Kleiner. Jojo, ganz ruhig, ganz ruhig. Du hast ja ein bisschen vergelstert, der Arme. He? So. Ja, ist auf jeden Fall sehr schön. Ich hoffe mal jetzt in dem Terrarium, so wie das eingerichtet ist, sieht man ein bisschen mehr vorher. Ich habe wirklich umgesehen, weder zu Tag noch zu Nachtzeiten. Ich hoffe also schon, dass das ein bisschen ändert. We will see, we will see. Dann machen wir hier gerade zu. Et voilà. So, dann kommen wir jetzt zu meinem Favorite Skorpion. Er ist einfach, nebst dass er schon eine imposante Größe hat. Meine Frau hinter der Kamera rümpft die Nase. Sie ist nicht so ein Skorpion-Fan. Aber ja, dann kommt doch rasch noch mal ein bisschen näher, bitte. Ich kann zoomen. Also, dann zoomst du. Er ist wirklich wunderschön. Schon nur der Kontrast von diesen Farben, wie gesagt, Carapax, das fast gräulich schwarze, dann bei wirklich gelb, vorne bei den Scheren innen ein bisschen rötlich. Natürlich die Hörli um den Giftstachel herum. Einfach geil. So. Also auch den werde ich jetzt wahrscheinlich am Schwanz nehmen und rein tun. Wird auch das Einfachste sein. Jojo, mein Freund. So. Der kann sich jetzt hier wirklich austoben. Der hat jetzt ein schön grosses Terrarium. So soll es auch sein. Er ist hier recht am Zucken. Es ist ihm schon wieder so kühl im Moment. Wobei eben in 2-3 Tagen hat auch der sich beruhigt. Der ist jetzt hier am Abchecken, was durchgeht. Das soll er. Extra grosses Wassergeschirr geben, weil sie baden ja ab und zu mal, respektive wenn sie wirklich den Feuchtigkeitsmangel haben, dann legen sie das Wassergeschirr und nehmen dann wirklich durch den Körper selber ein bisschen Flüssigkeit, Feuchtigkeit auf. Und wie gesagt, schön flach, das ist auch wichtig bei den Skorpionen. Ja, so ist das. Ich denke, haben wir gesehen, kennen wir, ist wunderschön. Wir zeigen den nochmal einmal rasch. Schaut mal, wie schön der Kontrast geht auf dem schwarzen Sand. Das war mein Ziel. Da wird er natürlich nicht gross können graben, respektive ja, wird es nicht machen, weil hinten hat er, wie gesagt, gutes Substrat drin. Ich kann ihm zwar eigentlich zuerst noch ein bisschen mehr hinten geben in der Höhe, dass er ein bisschen klettern kann, wobei brauchen tun sie eigentlich nicht. Ich habe jetzt einfach bei dem gemerkt, beim Vater hätte er recht gern mal ein bisschen in Anspruch genommen. So, jetzt zeige ich euch gerade noch rasch den Tetrometrus Swammerdamy in Anbetracht dessen, dass ich das glaube ich noch nicht gemacht habe. Ja, schauen wir hier kurz rein. Die sind wirklich harmlos wie all die Tetrometer. Da sind sie da hinten. Nein, komm, für. Ja, gut. Sie wollen nicht. Ja gut, ich werde zu denen sicher auch mal ein Update machen, wie gesagt, da sind zwei drin, ich weiss Geschlechter noch nicht, die sind aber sehr gut geeignet für Gruppenhaltung. Ja, die sind noch sehr klein, also ich sage mal etwa im Schnitt so, da ist noch nicht viel rum. Wäre aber sehr imposant, wird dann wirklich der grösste Skorpion, oder zählt zu den grössten, also wirklich so wie die Imperatoren, wenn sogar nicht noch ein bisschen grösser, hat mir der Züchter gesagt. Ja.
We will see. So, das zu dem wir gesehen, der ist da wirklich extrem unterwegs und schaut und macht. Ja. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Der doch spontane Folge und wir sehen das natürlich nochmal im Outro, was jetzt in dem Zeitpunkt schon abgedreht ist. Das tue ich jetzt einfach einmal spoilern, ihr werdet es nachher sehen. Also, ist das Partagama noch gekehrt? Es könnte sein. Ja, es läuft immer etwas. Wir sehen uns im Outro. Dankeschön. So, wir sind jetzt hier bei mir daheim angekommen. Mal alles schön in der Küche zwischengelagert, so wie wir das gerne haben. Tiere sind auch schon da, haben wir den Hund. Echo! Den kennt ihr, unser Passion Terroristik Maskottchen. Es hat noch ein Puzzle gegeben, natürlich auf Wunsch von der Freundin. Ja. So. Ja. Eben. Ich habe gedacht, wir machen das Outro jetzt gerade rasch, dass der Vater wieder entlassen ist. Und da finde ich aber gut, dann habe ich gleich noch etwas drin, ruhiger Sonntag. Genau, dass er ihn gleich noch geniessen kann. Da hinten hockt meine wunderschöne Freundin. Sie kommt frisch von der Nachtschicht und gönnt sich ein bisschen Bombschips. Ja, warte, jetzt muss ich da irgendwie hinstehen, dass man alles sieht. So. Ja, ich würde sagen, da machen wir gerade rasch das Outro. Jawohl, ja. Okay, willst du vielleicht etwas sagen? Ja, es war jetzt ein bisschen spontan voll. Ich bin überrascht worden. Hatte eigentlich anders vor, aber ja, ist jetzt auch gut. Ich habe jetzt wieder Platz. Ich habe zwei Terrarium weniger. Ich bin ein Skorpion los. Also nicht, dass ich ein Leid war, aber aus Platzgründen. Du weißt, wer ist in guten Händen. Ja, sind Skorpionen zusammen. Das finde ich gut. Und ja, jetzt bleibt es an dir, wie du die Terry dann machst. Aber, ja, das wäre kein Problem. Das wäre er nachher gesehen, respektive wir haben sie schon gesehen. Das ist das Outro. Also ja. Was mir am Herzen liegt, ist die Abstimmung von diesen drei Spinnen für das Schallterrarium. Genau. Wie sie schon erwähnt haben, ich möchte die wirklich so schnell wie möglich machen. Ja. Weil ich brauche wieder das Ende 45, wo die Ente rauskommt und nicht die kommt. Ja, wäre froh, wenn ihr ein bisschen fleissig würdet, liken, die Abstimmung. Genau, eben, ich sage es nochmal, ich habe die Folge wahrscheinlich schon 40 Mal gesagt, Acanthus curia geniculata, Lasiodora paraibana oder Xenistis immanis. Die Wahl liegt bei euch, stimmt ab. Ui, weißt du, was es jetzt die Folge gegeben hat? Nein. Keine Geschichte, ja noch. Keine Geschichte. Aber wir verzeihen ihm das, weil er ist wirklich überfallen worden, wortwörtlich. Drum. Es wäre schließlich mein freier Tag gewesen, mein Terrarium freier Tag. Ja. Genau. Seid ihr verziehen? Danke. Ja, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns doch mit dieser wunderschönen Kulisse von meiner Küche, mit dem wunderschönen Bild, das ich dort aufgehängt habe. Gerade. Möchte ich noch anmerken an dieser Stelle. Gerade habe ich es aufgehängt. Die Freundin behauptet immer etwas anderes, aber es ist gerade. Ja, nein, also. Ich würde sagen, dann natürlich abonnieren, liken und teilen nicht vergessen. Ich bitte euch. Aber ihr macht das wunderbar. Wir haben inzwischen schon wieder 209 Abonnenten. Also es läuft extrem gut. Auch die neue Folge hat eigentlich schon recht viele Klicks. Darum, wir wollen jetzt so schnell wie möglich weitermachen. Da freuen wir uns drauf. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn es das nächste Mal heisst, Passion Terroristik, mehr als nur ein Hobby. Macht's gut. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Du willst auch Tschüss sagen? Tschüss. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Thank you.